Auf was bitteschön habe ich mich da nur eingelassen? Diese Frage wird sich Jan Frodeno am Wochenende des Öfteren gestellt haben. Beim Triathlon im Homeoffice. Eine Ironman-Distanz ganz allein. Daheim. So, jetzt sind wir soweit. Es ist leicht neblig. Eigentlich ein guter Tag, um zu Hause zu bleiben. Ich freue mich auf den Tag, bin natürlich leicht nervös. Im eigenen Pool startet der außergewöhnlichste Triathlon überhaupt. 3,8 Kilometer Schwimmen mit Gegenstromanlage. Die hatte sich Frodeno kurz vor Beginn des Lockdowns in Spanien schnell noch einbauen lassen. Auf der 180 Kilometer langen Radstrecke wird's dann eine Kopfsache. Jan Frodeno bewegt sich im Arbeitszimmer nicht vom Fleck. Da muss Ehefrau Emma schon mal gute Laune reintanzen. Beim abschließenden Marathon auf dem Laufband gibt es Abwechslung durch soziale Medien. Frodeno sammelt Spendengelder für Corona-Hilfsprojekte und hält kurze Pläuschchen, auch mit Fußball-Weltmeister Mario Götze. Hey, servus. Hey, Mario. Wir halten uns auch fit. Ich meine jetzt nicht so in dem Ausmaß wie du, aber schon zum Großteil, weil wir ja auch nicht genau wissen, wann und in welcher Form das dann wieder weitergeht. Nach gut 8,5 Stunden ist es geschafft. Jan Frodeno absolviert tatsächlich eine Ironman-Distanz allein daheim, sammelt über 200.000 Euro Spendengelder und ist um eine Grenzerfahrung reicher.